Hallo, hallo, ich grüße dich ganz herzlich und schicke dir zunächst mal sonnig-zypriotische Grüße, sonnig-warme zypriotische Grüße, von wo auch immer du jetzt hier zuschaust. Und würde gerne mit dir mal über das Thema Kontrolle abgeben, Kontrolle loslassen sprechen, weil ich kenne das nur zu gut von mir. Man hat so die Tendenz, alle Fäden in der Hand haben zu wollen, alles kontrollieren zu müssen, alles im Griff haben zu müssen, ja? Und gerade damit stehen wir uns selbst oftmals ganz, ganz viel im Weg, dahingehend, dass das Universum zwar die Lieferung für uns, also das, was wir eigentlich in unserem Leben haben möchten, vorbereitet hat, aber nicht liefern kann, weil wir uns selbst im Weg stehen. Ich möchte jetzt zum einen mal dich dazu einladen, dich dem Gedanken zu öffnen. Guck mal, als du dich entschieden hast, auf einer anderen Ebene, jetzt machen wir mal ganz kurz einen Ausflug in die Esoterik, in die Spiritualität, als du dich entschieden hast, auf einer anderen Ebene, auf der lichtvollen Ebene, in meinem Sprachjargon, in meiner Welt, kommen wir alle aus dem Licht und aus der Liebe. Mir ist noch niemand begegnet, der hier mit dem UFO abgesetzt wurde. Mag es vielleicht geben, aber ich gehe mal von aus, du bist genauso wie ich, nach 9 Monaten früher oder später aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt, auf welchem Weg auch immer, vielleicht kaiserlich, vielleicht nicht kaiserlich, und hast das Licht dieser Welt erblickt. Und hattest du da irgendwas kontrollieren können, müssen? Allein von der Befruchtung her, gab es da irgendetwas zum Kontrollieren? Beim Auschecken von der Mama oder vorher noch beim Heranwachsen im Bauch, gab es da irgendwas zu kontrollieren? Oder als du ausgecheckt bist, gab es da was zu kontrollieren? Als du dann herangewachsen bist und auch jetzt, gibt es da wirklich etwas zu kontrollieren? Kannst du deine Atmung kontrollieren? Ja, was du kontrollieren kannst, ist, dass du sagst, jetzt mal tiefer einatmen, mal ein bisschen mehr Lebensenergie aufnehmen, weil das ist ja nichts anderes, als was wir aufnehmen über unseren Atemstrom, Sauerstoff, Lebensenergie. Das kannst du kontrollieren, ja klar. Aber ansonsten, das ist ja alles auf Autopilot geschaltet. Du kannst weder kontrollieren, wie deine Fingernägel wachsen, deine Haare wachsen, dein Herz schlägt, alle Zellen und Organe, wenn du etwas trinkst, wenn du einen Tee trinkst oder ein Wasser trinkst, wenn du etwas isst, alle Zellen und Organe wissen ganz genau, was zu welchem Zeitpunkt zu tun ist, damit dein Körper die Nährstoffe rauszieht. Und guck mal, was allein das für ein Wunder ist. Und können wir das kontrollieren? Kaum, das geschieht einfach, dieser Prozess geschieht einfach. Und jetzt im übertragenen Sinne auf dein Leben, auf die Dinge, die du eigentlich gerne in deinem Leben möchtest, sei es jetzt, dass du beruflich was verändern möchtest, dass du privat einige Dinge verändern möchtest, dass du auch endlich mal in dem gesundheitlichen Zustand ankommen möchtest, wie also dich fitter fühlen, dich gesünder fühlen, dass du keine Rückenschmerzen mehr hast, keine Magenschmerzen, keine Gliederschmerzen oder keine Zahnprobleme mehr. Zum Beispiel, also du merkst schon, das wird jetzt hier den Rahmen sprengen und auch am Thema vorbeigehen, jeglicher Disharmonie, egal was es ist, das sind alles Botschaften von unserer Seele, die uns über den Körper aufmerksam machen möchte. Hey, es gibt da deinen Weg zu korrigieren. Ich habe dich schon mal in Form von Gefühlen darauf hingewiesen, dass es da Bereiche in deinem Leben gibt, die nicht so sind, wie sie dir selbst wirklich entsprechen. Korrigier bitte. Und je mehr wir diese Gefühle missachten, weil man es uns ja auch nie beigebracht hat, umso mehr nimmt die Seele den Körper dann und oder auch das Leben an ihre Seite, um es jetzt mal ein bisschen metaphorisch, bildlich auszusprechen, und schickt dir Hinweise, da gibt es doch bitte was zu korrigieren. So, und was lässt uns überhaupt denken, wo wir doch, als wir uns mal entschieden haben, hierher auf diese wunderschöne Welt zu kommen, nichts kontrollieren können,
weil einfach alles geschieht, weil das der Fluss des Lebens ist. Auch die Zellteilung jetzt, es ist ja alles immer in Bewegung, haben wir keinen Einfluss drauf, das geschieht einfach. Können wir nicht kontrollieren. Und Einladung jetzt an dich, was lässt dich bis eben denken, dass du irgendetwas im Griff haben musst, dass du irgendetwas kontrollieren musst? Das kleine Kind in dir, wäre das auf die Idee gekommen, irgendetwas tagsüber, egal in welchem Bereich, kontrollieren zu müssen? Nein. Als kleines Kind bist du morgens in den Tag gestartet mit einer zentralen Frage. Was kann ich heute entdecken? Wie kann ich heute ganz viel Freude und Spaß haben? Und hast dich leiten lassen. Bis dann irgendwann ein System, Schulsystem, was auch immer, Kindergartensystem, wo du punktum irgendwo sein musstest, weil das und das so sein muss, wo du das aufgenommen hast. Und so bis heute glaubst, du musst dein Leben kontrollieren. Jetzt stell dir mal vor, du lässt einfach mal los. Du gehst dir selbst aus dem Weg. Auf welch wundersame Art und Weise würden dann wundersame Dinge in deinem Leben geschehen? Es wird jetzt hier den Rahmen sprengen, aber wenn ich so an Ziele denke, die wir hier gerade, mein Mann und ich, also wir als Familie auch eben, uns neu gesetzt haben, ohne jetzt ins Detail zu gehen, aber letztes Jahr, Anfang November, hatte ich da so eine klare Botschaft vom Universum bekommen, wo ich auch vom Kopf her gedacht habe, ich muss das jetzt kontrollieren, ich muss da jetzt sofort einen Termin bekommen, habe ich aber nicht. Der erste mögliche Termin war Ende Dezember erst oder in der dritten Dezemberwoche. Und mein Kopf hat mir auch gesagt, ich müsste das eigentlich kontrollieren, ich müsste doch das jetzt sofort so und so machen müssen, können, sollen, damit das und das geschieht. Rückblickend gesehen, es hatte alles sowas von seinen Sinn, dass wir erst in der dritten Dezemberwoche diesen Termin hatten. Und wenn ich jetzt, was seitdem alles daraus erfolgt ist, mal so im Zusammenhang sehe, wir konnten nichts kontrollieren, es hat alles seinen Sinn gehabt, es war alles im universellen Feld vorbereitet. Wir haben eins gemacht, wir haben uns nur dem Ganzen hingegeben, sind uns quasi selbst aus dem Weg gegangen und dann konnte das Universum uns jetzt wunderbare zusätzliche Geschenke und alles Mögliche liefern zu dem Thema, wo wir jetzt gerade dabei sind, Neues entstehen zu lassen, weil wir uns aus dem Weg gegangen sind. Das mal so ein bisschen pauschal für dich. Deshalb die Frage, wo hältst du bis eben auch noch krampfhaft an Dingen fest und versuchst etwas zu kontrollieren, wo du einfach, indem du weiter die Kontrolle haben willst, dir selbst im Weg stehst und das Universum, um es mal metaphorisch auszusprechen, Kopfschütteln da steht und denkt, ich würde dir doch so gerne liefern. Ich würde dir doch so gerne all das liefern, was du möchtest. Aber geh dir doch bitte mal aus dem Weg und lass mich mal liefern und hör mal auf zu kontrollieren. Weil letzten Endes, du hast bestimmt auch schon mal gehört, das Wie ist nicht dein Business. Deine einzige Aufgabe ist es, dir klar darüber zu werden, wie genau will ich leben, wo will ich leben, mit wem, wie will ich es beruflich haben, wie hätte ich gerne, dass mein Kontostand ist, wie hätte ich gerne meine gesundheitliche Situation, die familiäre Situation und. Dass du dir ganz, ganz glasklar darüber wirst und auch natürlich ganz glasklar weißt, das ist meine Mission, das ist der wahre Grund, der wahre Sinn meines Daseins hier auf der Erde, um so auch dem Ruf deiner Seele folgen zu können, sprich auch deinen Seelenberuf daraus zu kreieren, damit du nicht weiter auch kontrolliert einen Beruf machst, machen musst, wo du glaubst. So, da bin ich nochmal. Verbindung war mal kurz weg. Das Video musste ich schneiden. Wir waren dabei, dass ich dich dazu eingeladen habe, das Einzige, dein Business ist, dir klar zu werden, wie will ich leben, wo will ich leben und. Also diese Dinge, diese Punkte, die ich eben aufgeführt habe.
um dann dieser Energie zu folgen. Und was dann natürlich ein wichtiger Part ist, dass du natürlich auch erkennst, um es dir leichter zu machen in deinem Leben, was deinem Seelenplan entspricht. Also was der wahre Grund deines Daseins hier ist, damit du auch deiner Mission folgen kannst, sprich dem Ruf deiner Seele folgen kannst, deinen Seelenberuf daraus zu kreieren, um wirklich auf eine viel leichtere Art und Weise frei und selbstbestimmt leben zu können, so wie dein Herz, wie deine Seele das wirklich haben möchten. Das erleichtert natürlich alles. Das hat bei mir alles erleichtert und verändert und bei vielen Menschen, die ich da begleiten durfte in den letzten Jahren ja auch. Weil ansonsten folgen wir ja, was bis eben ja auch noch gesellschaftskonform ist, nicht dem Ruf der Seele, sondern schauen uns einen Beruf an oder machen ein Studium und folgen dann den Impulsen, was so alle machen, suchen uns einen Beruf aus oder machen irgendeine Selbstständigkeit, weil man das ja halt so macht, vom Kopf her kreiert, wundern uns dann, warum wir auf keinen grünen Zweig kommen, sei es im Angestelltenverhältnis oder dass die Selbstständigkeit, wenn du schon selbstständig bist oder vielleicht auch nebenbei bist, nicht so funktioniert, nicht eine runde Sache ist, wie du es eigentlich gerne hättest. Das liegt daran, dass wir versuchen, kontrolliert irgendwelche Dinge zu machen, vom Kopf her, weil es gesellschaftskonform ist, was aber nichts mit unserer eigenen Mission, mit dem Seelenplan, mit dem wahren Dasein hier auf der Erde jetzt zu tun hat und wir quasi in eine ganz andere Richtung unterwegs sind. Ja? Und versuchen, alles da zu kontrollieren. Also, zusammenfassend, wie viel mehr kannst du beginnen, dich dem Gedanken zu öffnen, dass alles im universellen Feld für dich vorbereitet ist, dass du viel mehr die Kontrolle aufgeben darfst, wieder deiner wahren Führung folgen darfst, deine Mission erkennen darfst und daraus deinen Seelenberuf kreieren darfst und dich dann leiten und führen zu lassen, damit viel mehr wundersame Dinge geschehen und du dann auch endlich mal da ankommst, wo du eigentlich hin möchtest. Schon vielleicht Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre und damit deine Seele dir auch keine Botschaften mehr in Form von Disharmonien zum Beispiel auf der körperlichen Ebene schicken muss und du auch beruflich und privat in den Situationen ankommst, wie du es haben möchtest. Mit all dem, was für dich dazugehört und mit all den Menschen, die du da gerne dann eben auch im Boot hättest. Ja? Du findest hier auch in der Nähe von dem Video einen Link, irmgard-bronder.de/Begleitung. Da findest du auch noch ein weiterführendes Video zu genau den Themen. Klick da drauf, gönn dir die Zeit, schau es dir an und dann sehen wir uns gleich auf der anderen Seite. Bis dahin, ciao, ciao!